Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder an den Fernsehgeräten zu Hause. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Manche, die auf den Messias gewartet und gehofft haben, waren von etwas anderem ausgegangen. Manche empfanden die Vorschriften und Gesetze in der Heiligen Schrift, den Teil, den wir heute das Alte Testament nennen, also die Texte vor der Geburt Jesu und seinem Tod und seiner Auferstehung, als sehr einengend, alles reglementierend, wie ein frommer Mensch, wie ein frommer Jude zu leben hat, wie er sich zu verhalten hat, wann er wie zu beten hat, bis hin in Reinigungsvorschriften, in Verhaltensregeln zu Hause, in der Familie, beim Essen, Speisevorschriften. Wenn der Messias kommt, wird er all das hinwegfegen und etwas Neues bringen. So war manche Vorstellung. Und dann sagt Jesus diese Worte. Es ist auch nochmal eine Positionsbestimmung, könnte man sagen, wer Jesus ist, der Sohn Gottes, mit welcher Vollmacht er kommt und wie die Menschen, die ihm nun nachfolgen, die ihn erkennen, in ihm den Messias erkennen und ihm nachfolgen, das neue Volk Gottes, wie diese Menschen, das neue Volk Gottes, die Kirche, zum Alten Testament steht und damit auch zum Judentum. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass all die Gesetze, die im Alten Testament stehen und das Leben gläubiger Menschen geprägt haben und bis heute, zum heutigen Tag das Leben frommer und gläubiger Juden prägt, dass all das Erfindungen wären von Menschen, die gesagt haben, wir müssen bestimmte Dinge regeln, oder die sagen, all diese Gesetze sind von Gott, dem Menschen sozusagen diktiert. Wie früher vielleicht ein Chef einer großen Firma, der Sekretärin etwas in den Stenoblock diktiert hat, die das dann einfach aufgeschrieben hat, was ihr Chef ihr gesagt hat, der geht fehl in der Annahme. Mit Gesetz und Propheten sind jetzt nicht einzelne Vorschriften gemeint, wann welcher Topf wie zu spülen ist, mit welcher Hand man das Essen nehmen darf und nicht, welches Fleisch man essen darf und welches nicht. Man könnte ja schnell auf die Idee kommen, dass das eigentlich gemeint wäre mit Gesetz und Propheten. Sondern im Sinne, wie Jesus das hier benutzt, verwendet, ist gemeint, all das, was das gläubige Volk glaubt und von Gott weiß und kennt, ist Offenbarung Gottes, ist Ausfaltung des Willens Gottes. Es geht also nicht um einzelne Paragraphen und Gesetze, sondern es geht um den Willen Gottes. Mit Gesetz und Propheten ist der Wille Gottes gemeint. Der Wille Gottes, der dem Menschen geoffenbart worden ist, dass der Mensch erkennt, was möchte Gott denn? Und der Mensch setzt es dann um, die gläubige Gemeinschaft setzt es dann um, das Judentum, im Judentum, die Kirche setzt den Willen Gottes um, um dem Menschen zu helfen, zu lehren, dass das Leben gelingt und dass das Leben eines jeden immer gottähnlicher wird. Nun sind wir, vielleicht gerade auch bei uns hier in Deutschland, ja sehr daran gewohnt, alles klar zu regeln. In den Verkehrsregeln, im Umgang miteinander, ein Kodex aufzustellen, einzelne Paragraphen mit Unterpunkten, Satzungen zu machen für Vereine, Kegelclubs, alle haben genau ihre Gesetze. Aber genau das ist ja hier nicht gemeint, sondern es geht um den Willen Gottes. Und Jesus ist nicht gekommen, um zu sagen, machen wir dieses Buch zu, machen wir diesen Teil der Geschichte des gläubigen Volkes, beenden wir das. Jetzt beginnt etwas ganz Neues, hat mit dem vorher gar nichts zu tun. Sondern der Wille Gottes ändert sich nicht, er ist immer gleich. Aber mit Jesus, mit seinem Kommen und dem neuen Angebot Gottes für den Mensch zu erlösen, von Schuld, Sünde und Tod,
Das ist das Neue, das mit Jesus Christus gekommen ist. Aber der Wille Gottes geht durch die Geschichte immer hindurch. Es liegt an uns Menschen, den Willen Gottes zu erkennen. Und manchmal müssen wir auch erkennen, dass wir von etwas, von dem wir überzeugt waren, dass es der Wille Gottes sein müsste. Und wir erkennen durch Zeichen Gottes, dass wir da geirrt haben oder etwas abgewichen sind von dem Weg Gottes, uns auch korrigieren. Da sind wir wieder bei den einzelnen Gesetzen, den einzelnen Umsetzungen. Aber der Wille Gottes, der ist zu erfüllen. Und darum geht es, nicht um einzelne Buchstaben. Das Alte Testament wie das Neue Testament, von dem wir sagen, es ist Wort des lebendigen Gottes, nach jeder Lesung ruft der Lektor das der Gemeinde zu und wir antworten alle, Dank sei Gott dem Herrn. Oder der Diakon, und wenn er nicht da ist, der Priester am Ende der Verkündigung des Evangeliums, Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, meint ja nicht, jedes Wort ist von Gott diktiert, wie in ein Diktiergerät oder in die Feder des Schreibers, sondern es ist die Wiedergabe des Willens Gottes. Wiedergabe der frohen Botschaft Gottes. In diesem Sinne ist es das Wort Gottes. Gott spricht und es wird gut. Schon am Anfang der Schöpfung, so die Heilige Schrift, Gott spricht, Gott wirkt und es wird gut. Das Wort ist Fleisch geworden. Das drückt sich auch aus in einer kleinen Sache in der Liturgie, dass am Ende der Lesung nicht gesagt wird, Lesung aus der Heiligen Schrift und wir sagen, Dank sei Gott oder Worte des lebendigen Gottes. Nicht das einzelne Wort, das die und das jener und das sprach und das Wort Zeit, sondern das Ganze ist, Gott spricht, der Wille Gottes wird ausgedrückt und dafür sind wir dankbar. Deswegen sagt der Lektor am Ende der Lesung nicht Worte des lebendigen Gottes, weil das falsch wäre und ist, sondern Wort des lebendigen Gottes. Gott spricht und alles wird gut. An uns liegt es, dieses Wort zu verstehen und zu übersetzen. Liebe Schwestern und Brüder, versuchen wir, den Willen Gottes jeden Tag zu erkennen und nach dem Willen Gottes zu leben. Sind wir auch bereit, uns zu korrigieren, wenn wir merken, dass wir in die falsche Richtung gedacht haben? Wie gut ist es, dass das Wort Gottes nicht nur alleine jedem Einzelnen zugesprochen wird, dass jeder für sich jetzt überlegen muss, was heißt das für mich und wie kann ich das umsetzen, sondern dass dieses Wort Gottes, sein Wille, der Gemeinschaft zugesprochen ist. Und diese Gemeinschaft ist die Kirche. Deshalb ist es Auftrag der Kirche, den Willen Gottes zu lehren und nicht das zu lehren, was die Menschen, die Mehrheit der Menschen gerne hören möchte, sondern Gott lehrt, Gott gibt sein Wort und Auftrag der Kirche ist es, dieses Wort Gottes zu lehren, damit die Gemeinschaft, die Kirche, glaubwürdig durch die Zeit geht und Zeugnis gibt für Gott und dass jeder Einzelne dann für sich das annehmen kann und nach bestem Wissen und Gewissen in seinem Leben umsetzen kann. In diesem Sinne, Altes Testament ist nicht abgeschlossen, sondern all die Hoffnung der Menschen ist in Jesus Christus erfüllt. Er ist gekommen, worauf die Menschen schon gewartet haben. Der Wille Gottes geht durch die Zeit und ist immer gleich. Ihn neu zu erkennen, neu zu buchstabieren, damit wir ihn heute verstehen und umsetzen, ist gut. Von Menschen erlassene Gesetze muss man auch in der Kirche immer mal wieder überprüfen. Entsprechen sie wirklich dem Willen Gottes? Ist der Wille Gottes darin gut ausgedrückt? Oder müssen wir korrigieren? Aber der Wille Gottes selbst, der wird nicht von uns festgelegt, sondern nur von uns gelehrt und befolgt. So unser Anspruch. Das gelingt uns nicht immer gleich gut, das wissen wir. Deshalb sind wir immer unterwegs als Kirche. Und das Gute ist ja, dass Jesus, das Haupt seiner Kirche, uns dabei begleitet und nie im Stich lässt. Amen.